Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Diesmal geht es um ein ganz, ganz kurzes Autorenporträt von Fabio Volo, der zum Beispiel diese Bücher hier geschrieben hat. Das sind jetzt die italienischen Ausgaben. Einige seiner Bücher gibt es allerdings auch auf Deutsch. Fabio Volo hat viele Berufe. Er ist Autor, Schauspieler und Radiomoderator. Und kommt aus der Stadt Brescia. Das liegt in der Lombardei in Norditalien. Das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe, ist C'è una vita che ti aspetta. Ich glaube, dass es noch nicht auf Deutsch erschienen ist, aber es ist einfach ein wunderschönes Buch. Ich finde, der Typ auf dem Cover sieht aus wie ich, als ich noch Haare hatte. Und es geht darin um Francesco, der ja einen Job hat, der zwar gut bezahlt ist, aber ihm keinen Spaß macht, der Geld verdient und also er verdient gut Geld mit seinem Job, gibt das auch aus und ich erinnere mich an diese wunderbare Szene, als ja seine Oma ihm im Traum erscheint und sagt, der Kühlschrank, der neue blaue Kühlschrank wird dich nicht glücklich machen. Tja, und so begibt sich Francesco nach und nach eben auf die Suche nach dem Glück, nach der passenden Frau für sein Leben, nach ja, einem Stil, der ihm eher entspricht. Ich erinnere mich, dass er zum Beispiel auch einen Freund hatte, der ihn eigentlich immer genervt hat und nachts rausgeklingelt hat, um irgendwie was zu unternehmen und noch auszugehen. Und wie das Leben so spielt und ja, wenn man dann eine Entscheidung getroffen hat, für oder gegen etwas, verändern sich Dinge und die Beschreibung im Klappentext ist einfach wunderbar. Ich hätte mir auch viel, viel kürzer fassen können. Dieses Buch handelt von Francesco, der zuerst unglücklich war und dann glücklich ist. Also absolute Empfehlung, falls ihr die Möglichkeit habt, das auf Italienisch zu lesen. Der Titel bedeutet, ich warte schon ein Leben lang auf dich. Ich habe das Buch vor 6 Jahren gelesen, als ich mit meinem Onkel über die Alpen gewandert bin und dann ja, in Domodossola angekommen bin und irgendwie auch dann was zu lesen brauchte. Und echt ein Ding, ein richtig gutes Buch. Ein weiteres Buch ist Un posto nel mondo, ein Platz in der Welt, wo es um ja, zwei Mitbewohner geht, die im Grunde alles teilen. Der eine Mitbewohner entscheidet sich ganz gezielt, sein Leben zu verändern und der andere bleibt eben zu Hause und bei der alten Routine. Ja, und wir erfahren eben ja, die Geschichte dieser beiden Freunde und wie sich jeder auf seinen individuellen Weg entwickelt. Zielgruppe, würde ich sagen, sind Leute, Männer und Frauen zwischen 30 und 40 Jahre, die eben ja, überlegen, wie sie glücklicher werden können oder mehr aus ihrem Leben machen können. Und ja, wenn du dich da angesprochen fühlst, dann sind die Bücher von Fabio Volo sicher das Richtige für dich. Die sind lustig, die sind nachdenklich, ein bisschen philosophisch, und einfach, ja, eine absolute Empfehlung für dich, wenn du jetzt gesagt hast, Mensch, das könnte was sein. Viel Spaß beim Lesen. Noch sind ja auch ein bisschen Herbstferien, wenn man vielleicht ein bisschen Zeit hat. Und ja, bis zum nächsten Video.